Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. City Car Driving. Der Fahrsimulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play City Car Driving. Ich bin mitten in der Fahrprüfung. Fühle mich ein bisschen chaotisch. Da haben wir noch eine Oma. Oder ist das auch eine Prostituierte? Das will ich nicht hoffen. So, wo muss ich raus? Nee, hier noch nicht. Ihr seht, ich habe 14 Punkte noch. 14 Strafpunkte kann ich theoretisch noch kassieren. 13 wahrscheinlich, bei 0 ist wahrscheinlich Feierabend. Oder? So, Ausfahrt aus dem Kreisverkehr, da blinke ich mal. Das ist total bescheuert, die verlangen von mir beim Einfahren in den Kreisverkehr, dass ich blinke. Das kann sich nicht mit der deutschen Straßenverkehrsordnung decken, das glaube ich nicht. Um in diese Richtung zu fahren, hätte man beim Einfahrt im Kreisverkehr... Ja, das geht mir alles viel zu schnell. Ich hätte irgendwie eine andere Spur verwenden können. Was haben wir jetzt hier? Das hat aber keine Punkte gegeben, ne? Nee, okay. Das hätte nicht... Oh, da hätte ich mich jetzt aber beschwert hier. So. Immer schön Tempo 50, wenn es geht. In der Fahrprüfung. Ah, links. Ja, hallo, Blödmann, fahr doch zu! Ach, der will auch links abbiegen. Scheiß Gangschaltung hier. Komm, zweiter Gang. Muss reichen. So. Linker. Manuell ausschalten wieder. Das habe ich umgestellt, weil der Blinker mit dem Lenkrad, das funktioniert zu empfindlich. Da schaltet sich der Blinker ganz leicht ab und dann kriege ich immer Strafpunkte. So, wo sind wir? Immer noch geradeaus. Ja, man sieht, ich bin das Fahrschulauto. Ich werde ganz, 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 ganz schlimm dreist überholt ständig. Parken Sie rechts ein. Ha, was? Moment. Erstmal anhalten. Was? Wo? Ist mir einer hinten drauf gefahren, oder was? Ich muss nochmal von vorne fahren. Ihr habt sie doch nicht alle. Ich hätte es fast geschafft. So eine Kacke. Da ist mir wahrscheinlich einer hinten reingebrettert. Aber da kann ich doch nichts dafür, wenn mir da einer hinten reinfährt. Scheiße. Das war jetzt ganz schön ärgerlich. Verdammt. Ja, das tut mir jetzt leid. Da müsst ihr jetzt leider durch. Da muss ich halt nochmal fahren. Das Ablettlicht wurde nicht eingeschaltet. Ah, hat er mal schon Punkte? Hat er mal schon Strafpunkte reingedrückt? Ist es wahr, ja? Ist es wahr? Das sage ich euch gleich. Das lassen wir nicht bieten hier. So. Neustart. So. Was haben wir gelernt? Wir machen gleich das Licht an. Und dann den Rest. Das erinnert mich an den Rettungswagen-Simulator. Da muss ich das auch immer machen. Sonst habe ich Strafpunkte gekriegt. Anschnallen, Frenkel. Rückwärtsgang rein. Vielleicht noch den Motor anlassen. Das wäre vielleicht auch ganz hilfreich. So, das Ganze nochmal. So, jetzt. Okidoki. Habe ich mir jetzt ungefähr die Strecke eingeprägt, dass ich ständig das lesen muss? Ich glaube nicht, oder? So, 20 von 20. Jetzt müssen wir hier rechts blinken. Links gucken. Da kommt was. Ein SUV. Dann ist frei. Uah. Blinker aus. Und weiter. So. Puh. Also, dann müssen wir da halt leider nochmal durch. Hilft ja nichts. So sind halt Let's Plays, ne? Das ist das Wesen der Let's Plays. Wenn sich jetzt wieder irgendwelche Leute beschweren, oh Mann, der Mutter hat nochmal fahren, das ist voll langweilig. Dann schaltet ab! Das ist sowieso so ein Geheimtipp von mir, wenn euch irgendwas mit meinen Videos nicht passt. Abschalten, nicht gucken! Das ist am einfachsten. So, jetzt muss ich hier blinken. Warum zur Hölle muss ich hier blinken? Ich verstehe es nicht, aber gut. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist eine Menge los. Was machst du denn? Jetzt hat er mir die Vorfahrt genommen, ne? Oder? Frechheit! Ach, ich habe ja gar nicht Vorfahrt. Er hat ja Vorfahrt. Den Linksblinker einsetzen. Ah, scheiße, ich hätte in die mittlere Spur gehen können, ne? Naja, komm. Das gibt ja keine Punktabzüge, insofern. So, Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Auch hervorragend geglückt. Blinker aus. Und weiter geht's.
Soweit ich mich entsinne, muss ich jetzt dann wieder links irgendwann. Deswegen bereite ich mich da mal vor. Ah, ich hab's gesehen, ne? Tatsächlich. Ich hab's mir gemerkt! Obwohl ich eigentlich Orientierungssinn wie ein Nusshörnchen hab, bekanntlich. Den Blinker können wir gleich anlassen, weil da vorne ist ja schon die Ampel. Ist schon mal, läuft schon ein bisschen besser als beim ersten Mal, hab bislang noch keine Strafpunkte. Hip hip hooray. Also im Vergleich zu den, zum Fahrsimulator, gibt's ja auch einen, der Fahrsimulator heißt, habe ich ja alles geletzplayt schon. Ist das natürlich, also, ich meine, das ist natürlich ganz andere Liga hier. Moment, ich blinke aus. Wobei, ich muss wieder darüber, ne? Das ist wirklich eine ganz andere Liga. Die Grafik ist für einen Simulator ganz ordentlich. Würde ich mich jetzt nicht beklagen wollen. Und die Verkehrsregelgeschichte, das funktioniert wirklich einigermaßen, bis auf das mit dem Kreisverkehr. So, links abbiegen. Hat der Herr Frenkel ja gelernt, ganz dolle. So, oh, ein Opa gibt's auch hier, linke Hand. Relativ viele Fußgänger. Da haben wir die Hexe aus Hänsel und Gretel wieder. Also die linke. Hier geht's ganz schön eng zur Sache, deswegen fahre ich ein bisschen vorsichtig. ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich glaube nicht. Man kann in dieses Spiel ganz viele neue Autos einbauen. Da gibt's Fans, die machen ganz viele Mods. Rechts abbiegen, ja, ne? Ja. Da gibt es ganz viele Mods und wenn das ein längeres Let's Play würde, könnte ich wahrscheinlich jede Folge ein neues Auto vorstellen. Und das ist schon ganz cool, finde ich. Mich würde es reizen. Ich hoffe, ihr guckt das auch jetzt wirklich auch an hier, nachdem ihr das Spiel euch so oft erwünscht habt. So, zweiter Gang. Ein bisschen gucken hier, links. Oh, ein LKW, ein kleiner. Kommt nix, kommt nix. Können wir durchziehen. Blinker aus. So. Jetzt bloß keinen Unfall mehr bauen. So wie beim ersten Durchgang. Das wäre recht bitter. Muss dann am Schluss wieder links rüber, wenn ich mich alles täuscht. Dann machen wir mal gleich mal ein Looky-Looky. Blinken gleich mal. Muss ja dann eh abbiegen. Wenn ich mich richtig entsinne. Ich kann mir sowas ja nicht merken. Orientierung sind die Nusshörnchen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So, Kuller, 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 kullern wir ins nächste Ziel. 20 von 20, ey, ich bin echt gut. Scheiße, Kreisverkehr, ich hab's geahnt. Ah, nee, aber das war ja das, da kann ich ja in, bei dem zweiten, das haben sie mir das letzte Mal gesagt. Das probiere ich jetzt. Ob das wirklich geht, dass ich jetzt in die zweite Spur gleich reinfahre. Kommt was, nee, kommt nix. Dann fahren wir gleich in die zweite Spur rein. Ah, scheiße, Blinker vergessen vor lauter Konzentration. Ist gut. Das war's dann mit den Nullfehlern. Aber ist egal, ich bin gut drauf. 17 von 20 ist echt okay. Wer hat zu warten, der blöde Spritzer? So, und jetzt biege ich hier rechts ab. Ausfahrt aus dem Verkehr. Aus dem Kreisverkehr. Blinker wieder aus mal, bei Gelegenheit. Ach, jetzt ist doch nur rechts erlaubt. Scheiße, 9 von 20, jetzt wird's wieder eng. Blödes Spiel! Okay, jetzt ganz vorsichtig, Herr Frenkel. Keinen großen Bockmist mehr bauen. Ich möchte das jetzt doch ganz gerne schaffen. Und nicht wieder kurz vor Schluss versagen. Ich muss ja da einparken, dann rechts. Ah, dritter Gang ist ein bisschen scheiße. Wir sollen erstmal zurückschalten. So, und da vorne muss ich dann irgendwann einparken. So war das, ne? La 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 la. Da war das dann. Parkplatz. Blicken wir doch gleich mal rechts. Sind wir doch mal ein Streber. Oh, da nehme ich die große Parklücke da, ne? Die für die Frauen, die nehme ich. Das ist ja mal, da ist ja mal Platz. Da können wir gut anhalten. Komm, stopp, 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 stopp. Schön. Schön anhalten. Super. So, das erinnert mich echt an meine Fahrprüfung. Das ist unglaublich. Das war vor, wie gesagt, ungefähr 300 Jahren. Jetzt habe ich einen Rückwärtsgang drin. Ich habe den Blinker an. Passt eigentlich, ne? Dann können wir los. Bremse loslassen, Herr Frenkel. Ich gebe lieber mal kein Gas, sondern lass ihn rollen. Ein bisschen Gas können wir geben. Ich darf nur nicht an diese Müpfel dahin jetzt. Das wäre eine Katastrophe, ne? Da riskieren wir mal nicht so viel. Die Parklücke ist groß genug, um das ein bisschen auszunutzen hier. Mal schauen, ob das schon zählt.
Ich fürchte nicht, ne? Das ist ein bisschen... nein, das gilt noch nicht als Einparken. Sehe ich schon. Okay, nochmal. Jetzt mache ich den Blinker aber aus hier. Das nervt, das Geklicke. Okay, ich muss härter einschlagen, ne? Ich meine, ich dachte halt, ich mache es erstmal vorsichtig, damit ich nicht da antöpfel. Nicht, dass ich jetzt kurz vor Schluss hier wieder einen Unfall verursache. So. Rückwärtsgang. Und jetzt da rein. Ich weiß nicht, wie weit das nahe geht. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Vielleicht sollte ich vorwärts einparken. Das kann ich viel besser. Noch ein Stück weiter. Lalalala. So, jetzt aber rum. Das muss zählen. Das muss jetzt aber schon zählen, oder? Das war schon nicht schlecht. Uah, jetzt fahre ich wieder raus, ich Blödmann. Ziehen Sie die Handbremse an. Das ist ein gutes Zeichen. Stellen Sie den Motor ab. Also, ich habe es geschafft. Im zweiten Anlauf, beim ersten Mal bin ich durch die Prüfung gefallen. Wegen eines Unfalls, den ich gar nicht verursacht habe, glaube ich. Aber naja, komm. So, das ist jetzt ein Stern. Man könnte das jetzt wiederholen, auf null Punkte zu schaffen, aber das ist jetzt Quatsch. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Das muss reichen. Neue Karriereetappe zugänglich. Fahranfänger. Okay. Wo steht das? Nirgends. Neues Gebiet zugänglich. Südviertel. Ach so, okay, da schaltet sich so das eine oder andere ein. Frei, meine ich natürlich. Es schaltet sich frei. So, sind wir da durch. Immer nur mit einem Stern zwar, aber komm, drauf gepfiffen. Es geht weiter mit der Hofgeländefahrt. Sie müssen aus dem Hofgelände rausfahren. Allerdings haben Sie den Weg vergessen und die Navigation zeigt keine nützliche Information an. Na, tolle Wurst. Außerdem erschweren noch die Fußgänger und eine Vielzahl von geparkten Fahrzeugen die Fahrt durch das Hofgelände. Und das, wo ich doch ein Orientierungssender habe wie ein Nusshörnchen. Führen Sie diese Aufgabe aus, um die Errungenschaft Fahren auf dem Hofgelände zu verdienen. Ohne Strafpunkt für die Errungenschaft sicheres Fahren, das wird eh nichts werden, schätze ich. Und in 3 Minuten oder weniger, natürlich. Ich versuche mal einen Stern, ne? Das ist erstmal das Wichtigste. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. So, fahren Sie zur Ausfahrt aus dem Hofgelände vor. Wir schauen uns erstmal um. Das ist ein Elendsviertel in Berlin-Marzahn. Ach nee, warte mal, das sind ja, was ist das für ein Kennzeichen? Wahrscheinlich auch russisch, ne? Okay, was machen wir? Wir machen erstmal den Gang rein, wir machen die Handbremse raus, den Motor an. Den Rückwärtsgang brauchen wir, Herr Frenkel, den Rückwärtsgang. Licht. Anschnallen. So, das hätte schon wieder Abzug gegeben, wenn ich nicht schnell genug reagiert hätte. Können wir schon rückwärts fahren jetzt? Nein, ich brauche einen Rückwärtsgang. So, jetzt. Alles klar. Geht's da raus oder da raus? Da war ein Auto. Da ist eine Straße. Okay. Versuchen wir es erstmal hier. So, ganz vorsichtig. Spiegelverkehrt muss man da steuern, wenn man rückwärts fährt. Mit dem Lenkrad würde ich mir da ein bisschen leichter tun, aber ich sag's euch gleich. Nein, ich kaufe mir kein Lenkrad. Nein! Haben bestimmt wieder irgendwelche Hans Goris unten schon wieder reingeschrieben in den Kommentarbereich. Ich sehe, das sieht hier nicht so gut aus, oder? Da komme ich nicht weiter, oder? Wenn ich über den Bürgersteig fahre, kriege ich wieder Ärger. Nee, okay, wir müssen wenden. I see. Das war die Warnblinkanlage, Herr Frenkel. Die machen wir gerade wieder aus. Den Blinker machen wir auch wieder aus. Rückwärts schauen wollte ich eigentlich. So, okay. Dann wenden wir halt rückwärts. Das ist ja kein Problem. Das habe ich ja voll drauf. So, zack. Und schön links blinken. Da parkt einer. Oh, das ist mal eine dreckige Scheibe. Aber sowas von dreckig. So. Okay. Erster Gang ist okay. Beachten Sie die erlaubte Maximalgeschwindigkeit. Was sollte ich wissen, was das jetzt hier für eine Geschwindigkeit ist? Muss ich jetzt hier links fahren? Oder geradeaus? Das da hinten sieht mir so ein bisschen aus, als ob da eine Sackgasse wäre. Wir probieren unser Glück hier. Oh, kommt da einer entgegen? Nee. Okay, der parkt nur. Alles klar. Da läuft ein Fußgänger rum. Und noch einer. Da müssen wir aufpassen, ne? Die machen ja komische Sachen manchmal. Okay, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Ja, ihr lasst mir ein Like da und ihr kommt wieder, wenn es dann weitergeht hier mit dem lustigen City Car Driving Folge 4. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und bye bye.